Musst oder willst du deine Steuererklärung abgeben und bist jetzt auf der Suche nach einer kostengünstigen oder kostenfreien Möglichkeit, diese Steuererklärung abzugeben? Dann bleib unbedingt einmal dran, denn wir schauen uns drei kostenlose Möglichkeiten an, wie du deine Steuererklärung machen kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Softwareanbieter wollen Geld verdienen. Da verrate ich dir, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis, aber das sorgt natürlich dafür, dass schöne Software, die leicht zu bedienen ist, nicht kostenlos ist. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, wie tatsächlich das Erstellen der Steuererklärung auch kostenlos funktionieren kann und das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Die erste Möglichkeit, wie du kostenlos deine Steuererklärung erstellen kannst, ist auch die offiziellste. Und zwar ist es einfach direkt beim Finanzamt. Und direkt beim Finanzamt bedeutet, über Elster Online. Elster Online ist sowas wie das Interface vom Finanzamt und natürlich kannst du dich auch einfach kostenlos beim Finanzamt einloggen, also bei Elster Online, und da direkt deine Steuererklärung machen. Elster Online ist dabei auch wirklich am umfangreichsten. Es wird nahezu keinen Fall geben, den du nicht irgendwie mit Elster Online abbilden könntest. Auch als Selbstständiger oder als Selbstständige kannst du mit Elster Online quasi alles machen. Früher gab es auch so Elster-Formulare, das heißt so richtig schön Papierformulare, wo man mit dem Stift dann Felder ausfüllen konnte. Das Ganze gab es dann anschließend über einen Computer, das hieß Elster-Formular. Aber das alles gibt es heute nicht mehr. Heute funktioniert alles direkt über Elster Online. Und übrigens nutzen auch alle Steuertools Elster Online als Schnittstelle. Das heißt, selbst wenn du ein Tool verwendest, dann gehen die Daten immer erstmal an Elster Online und darüber quasi an das Finanzamt. Diese Steuertools sind meistens so gebaut, dass sie deutlich leichter zu verstehen sind und auch deutlich schneller durch die Steuererklärung durchführen. Außerdem geben sie in der Regel dir auch noch Tipps, was du von der Steuer absetzen kannst und wie du noch ein bisschen mehr sparen kannst. Was interessant bei diesen Steuertools ist, ist, dass die reine Nutzung in der Regel kostenlos ist. Das heißt, du kannst dich bei diesen Apps und Tools kostenlos registrieren, auch alle deine Daten eingeben und musst gar nichts bezahlen. Du bezahlst erst ganz am Ende bei der Übermittlung ans Finanzamt. Und das ist relativ interessant, weil du kannst dich zum Beispiel bei Smartsteuer oder Taxfix einfach registrieren, alle deine Daten eingeben, du siehst, was du als Erstattung bekommen würdest und dann kannst du dich auch immer noch entscheiden, ob du das Ganze denn tatsächlich auch abschicken möchtest. Und erst zu diesem Zeitpunkt musst du tatsächlich auch bezahlen. Die reine Nutzung der App ist in der Regel kostenlos. Aber es gibt unter bestimmten Voraussetzungen auch Angebote, wo auch das Übermitteln tatsächlich kostenlos ist. Zum Beispiel bei Steuerbot ist es kostenlos, wenn du deine Steuererklärung freiwillig machst und deine Erstattung unter 100 Euro ist. Das heißt, als Beispiel, du bist angestellt, deine Steuererstattung sind 50 Euro, dann ist die Verwendung von Steuerbot komplett kostenlos. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist allerdings, dass alle Selbstständigen verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Das heißt, du gibst deine Steuererklärung leider nicht freiwillig ab, sondern du musst es tun. Eine dritte Möglichkeit, mit der du möglicherweise deine Steuererklärung kostenlos abgeben kannst, hast du, wenn du unter 28 Jahre bist und dein Gesamtjahreseinkommen unter 25.000 Euro liegt. Dann kannst du die Steuersparerklärung nämlich kostenlos nutzen. Die haben eine Seite, da kannst du mal deine Daten eingeben und dann sagt dir dieses Tool, ob du die Steuersparerklärung kostenlos nutzen kannst. Alle Informationen dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das waren drei Möglichkeiten, wie du kostenlos deine Steuererklärung abgeben kannst. An dieser Stelle möchte ich aber auch unbedingt einmal erwähnen, dass es regelmäßig auch kurzfristige Marketingaktionen von den meisten Steuer-Apps gibt. Während Corona haben zum Beispiel relativ viele Menschen Kurzarbeitergeld bekommen. Und Kurzarbeitergeld führt automatisch immer dazu, dass auch eine Steuererklärung abgegeben werden muss. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass nahezu alle Steuertools eine große Marketingkampagne gemacht haben und die Erstellung der Steuererklärung für diese Menschen kostenlos war. Und das Ganze passiert eigentlich fast jedes Jahr, dass bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Situationen komplett kostenlos sind. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer, einen Blick auf die Steuererklärungstools zu haben. Als Selbstständiger oder als Selbstständige hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du fuchst dich irgendwie in Elster Online rein und machst das da, oder zweitens, du beauftragst einen Steuerberater, der das alles für dich erledigt. Idealerweise ein Steuerberater, der sich auf Solo-Selbstständige spezialisiert hat. Zum Beispiel uns. Wir sind digitale Online-Steuerberater speziell für Freiberufler und Selbstständige und wir erledigen selbstverständlich gerne deine Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir aber auch gern einfach unsere ganzen Elster-Tutorials an, die findest du hier, oder die Reviews zu den einzelnen Steuertools, die findest du hier.